Naja, gut, aber so leicht gebe ich ja nicht auf. Wir machen das hier einfach weiter. Ich habe ja auch noch 19 Eisen. Also den Typen können wir noch ein paar Mal beschwören. Ich habe, glaube ich, noch jede Menge Schädel des Verrückten bei. Aber die Spinnendroppen haben bis jetzt gar genau einmal so eine Einsicht gedroppt. So oft passiert es auch nicht. Also irgendwas habe ich beim ersten, also bei den letzten beiden Fights richtig gemacht. Das ist das, dass ich ewig viel Schaden schon in der ersten Phase gedrückt habe, sodass die zweite eigentlich kürzer sein müsste. Aber ich bin auch einfach zu gierig. Ich darf wahrscheinlich maximal nur ranrennen und zwei Schlag setzen. Also wenn das hier diesen Fernkampfzauber macht, also diesen Artillerieschlag von oben, könnten wir ihn nennen. Denn dann hat man eigentlich ganz gute Chancen. Aber gerade war ich irgendwie verbuggt in dem Vieh drin mit 1 HP und konnte halt nichts machen. Ich habe mir noch nicht getraut, was zu nehmen. Ey. Wo ist eigentlich mein Typ hin? Kommt der nicht mehr? Das ist schlecht, ich brauche ihn. Mein Mann, ey! Das regt mich richtig auf. Ich hab die Einsicht verbraucht. Wo ist der Typ hin? Diese Sachen, die dich staggern und dann wieder staggern und du nichts gegen machen kannst. Genau, das ist genau wie die Typen mit der Fackel. Die sind genauso. Im technischen Sinne müsste uns wahrscheinlich jetzt eine Attacke nehmen. Sehen, aber es kriegt halt trotzdem auf, wie gesagt. Das passiert, wenn ich den vielen Schädel einschlage. Er ist da. Den vielen Schädel einzuschlagen bringt nicht so viel aus, dass es halt zurückweicht, ne? War es nicht mehr als die Hälfte. Was soll ich denn bitte schon anders machen? Da, wo ich gerade stand, kam einfach das Zeug aus dem Boden. Ich bin instant tot und kann nichts dagegen machen. Versteh's nicht. Ich weiß nicht, was ich anders spielen soll. Alles, was ich versuche, läuft das Gleiche hinaus. Ich bin einfach random tot. Ohne, dass ich irgendwas machen kann. Es kann mein Tod nicht verhindern. Egal, wie sehr ich es versuche. Ich kann das langsam angehen, ich kann die scheiß Spinne hauen. Irgendein scheiß Effekt trifft mich immer dahin. Egal, was ich mache. Das ist halt total dumm. Ich kann das Ding ja nicht, wenn man es groß macht. Was mich das irgendwas? Ich weiß ja, ob es irgendwie Resistenz gegen Magie in Flasche gibt. Oh, oh. Und ich werde doch nicht gerade konzentrierter, ne?
Wo bleibt er denn jetzt langsam mal? Ich hab ihn mal schworen. Das kann ich einfach so machen. Das kostet mich einfach nur Zeit. Weil dann scheint das Ding ja für kurze Zeit mehr Schaden zu machen. Das kostet mich das wie Seelen. Hm. Na nö. Letzter hat er sich übel Zeit gelassen. Der sieht doch einfach aus. Ist es eigentlich auch sehr. Der Michael hört sich wieder tot. Okay, ich glaube, kommt nicht mehr. Aber das hat ich letztes Mal auch geglaubt. Dann kam er doch noch. Ach, da ist er doch, Mensch, der Menses-Schüler. Na, dich trifft ein so Ding. Nein, dann bist du jetzt tot. Weil wir treffen dich jetzt einfach noch dreimal, bevor du dich bewegen kannst. Dann bist du einfach so down. Da kannst du nichts gegen machen. Nee, das ist unfair. Ja, ja, das ist so geplant. Ja, ja. Ey. Aber, sehen wir uns mal positiv. Wir haben immerhin gelernt, dass wir diese Waffe hier irgendwie aufladen können. Oder beziehungsweise, anscheinend, anstatt dass er die Zweier nicht nimmt, was ich jetzt eigentlich gedacht hätte, britzelt er sie irgendwie kurz auf. In dem Moment, die sie aufgebritzelt ist, macht sie mehr Schaden. Und zwar erheblich mehr Schaden. Oder zumindest britzelt es mehr durch. Anscheinend. Steht davon eigentlich irgendwas hier? Einzig hat die Rede, was ich bei der Berücksicht sage. Ja, ja, führt man eine Merkung, wie ein Schrei entsteht. Der gleiche Block wie der. Ich kann mir auch nicht erklären, warum die Leute das Gerät nicht mögen. Mich regt halt einfach nur auf, dass ich halt random sterbe. An so einer Scheiße, das ist halt. Du kannst halt nicht drauf reagieren, das ist das Schlimme eigentlich. In dem Moment, also. In dem Moment, in dem ich die ersten Treffer treffen und du nicht voller HP hast, bist du bereits tot. Das ist hier. Und der Kampf ist total vom Zufall abhängig. Richtig dolle vom Zufall abhängig. Weil diese scheiß Spinnen. Kämpfe lang, springen die scheiß fucking Viecher nicht. Machen nichts. Und dann auf einmal springen zwei auf einmal. Bitte was? Woran zur verfickten Scheißhölle bin ich jetzt schon wieder gestorben? Was war das denn? Ich bin einfach nur tot, oder was? Einfach so? Oh, naja, links, rechts, ja, bist du immer tot. Kannst nicht machen. Das ist so scheiße. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Was soll denn das? Bin einfach nur tot, oder was?
Oder nehme ich mehr Schaden, wenn die Keule aufgeladen ist? Hä? Ist das vielleicht der Nachteil? Weil das... Weil die Keule wird halt irgendwie random besser, wenn man sie einfach auflädt. Ich weiß ja nicht so richtig, was die Investition dafür ist. Ob das halt, man daran denken einfach nur muss, dass man die halt diese Dynamo ab und zu mal anschwingen muss, damit der Strom läuft. Ob das irgendeinen Preis hat. Also, warum bin ich denn bitte schon jetzt schon wieder gestorben? Ich verstehe es einfach nicht! Ich renne rum, im nächsten Mal bin ich tot. Ich sehe noch, wie ich irgendwie noch auf zwei Drittel Leben bin. Dann bin ich einfach down. Einfach so aus dem Nichts. Weil mich irgendwas getroffen hat? Das ergibt halt keinen Sinn für mich. Da hat mich irgendwie von hinten so eine komische Spinne angesprungen. Da haben mich alle Spinnen gleichzeitig angegriffen. Jetzt gerade. Wir haben irgendwie die komische Spinne so genug Schaden. Das Vieh hat genug Schaden genommen, dass es nicht. Es ist so sinnfrei. Es ist so unendlich sinnfrei. Was hätte ich denn bitte schön gerade anders machen sollen? Was hätte ich tun können, gerade in dieser Situation, um nicht zu sterben? Das möchte mir bitte mal jemand erklären. Ich bin ausgewichen, der ersten Salve, und direkt danach kam die nächste. Ich habe eine Spinne zwischendurch erschlagen können. Den doppelten Teleport macht's öfter, wenn du mehr als die Hälfte Leben runterhaust, oder ich nehme mal an, 3/5. Das sieht ein bisschen aus wie, mehr als die Hälfte. Denn passiert das. Und vor allem mit dem Begleiter zusammen. Ach nein, ich will nicht schießen. Der Trigger ist so leichtgängig. Definition von nichts brauche aktuell. Wenn du so triffst, dann irgendwann. Hast du ja gesehen, zwischendurch bei den Schlägen hat er so gestaggert. Deswegen habe ich zwischendurch darauf geachtet, ihn, bevor meine Ausdauer down war, nochmal ein bisschen runterzuschlagen. Weil. So ein. Na, sagen wir mal, so ein Achtel oder. Vielleicht sogar ein sechstes Leben kannst du ihn nehmen, ohne dass du irgendwie Risiken davon hast, dass er wegteleportiert. Weil er teleportiert so ungefähr bei ein Drittel Leben verloren. Ich werde auch nicht anvisieren, weil das ist halt irgendwie auch dann schwierig für mich, die richtige Spinne zu treffen. Wir wissen eines Verrückten. Okay, nochmal heilen ist natürlich.
Wenn du in den der Phase noch was staggern kannst, dann. Ah, das ist sogar passiert. Ey, hallo. Hallo. Ich würde gerne mal was machen können. Irgendwas. Ach Mann, ey. Das ist doch so scheiße. Nein. Mann, ey. Das bringt ja irgendwie auch nicht so richtig viel. Ja, okay, ich bin einfach tot. Na klar! Ich war ja noch volles Leben vorher! Ey, ich verstehe es nicht. Ich raff's nicht. Was soll ich anders machen? Wenn ich langsam mache und die Geschwindigkeit versuche einzeln auszulöschen, sterbe ich halt an irgendwelchen Wänden geschossen. Wenn ich es schnell mache, dann sind so viele Spinnen, dass ich zu nichts mehr komme und ich werde dauerhaft gehauen. Oder ich sterbe einfach direkt neben dem Boss von nichts, weil 5 Spinnen gleichzeitig auf mir landen. Ich kann nichts machen, egal wie, ich bin immer gefickt. Das ist so dumm. Ernsthaft, die Entwickler sollten sich fast schämen für diesen Kampf. Der ist nicht mehr irgendwie besonders anstrengend. Nein, es ist einfach nur Scheiße. Das ist... Das ist fast genauso schlimm wie mir. Habe ich auch so geflucht. Und da gab es so mit Lifestyle. Also, die Automata war das Spiel, das habe ich nie Let's Play, sondern ich habe es nur für mich gespielt. Da gab es, das ist so ein typisches Bullet-Spiel. Da fliegen ja 10 Millionen Geschosse und ich kann es ja halt auch nicht annehmen. Also, welche Cracks können das anscheinend, aber ich kann das nicht. Da fliegt dann auch alles durch die Gegend. Da bist du ja teilweise halt auch in welchen Scheiß gestorben, der wirklich geflogen ist, weil der darauf achten will, weil es eine rote Kugel war oder so. Eine Spinne. Es war nur eine. Es waren nicht mehrere. Es war eine einzige verfickte Scheiß-Fuck-Spinne, die von vorne mich angesprungen hat. Und ich war tot. Einfach so. Von volles Leben. Wie soll ich denn gegen so einen Gegner kämpfen, der mich random einfach one-hittet? Ich kann nichts machen. Egal, was ich tue und wie ich es tue. Passt wohl? Oh, na gut. Trotzdem. Die normalen Schläge machen irgendwie ein Drittel oder ein Viertel Leben sogar nur. Und ich bin einfach random tot. Also ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass ich kann nicht mal auf die Gegner fokussen, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass ich nicht auf einmal tot bin plötzlich. Von nichts. Das fühlt mich tatsächlich nicht hoch. Weil, weißt du ja nie. Du kannst nie wissen, ob du nicht einfach tot bist. Seine größte Hoffnung ist ganz echt, dass ich das Ding hier wie in der ersten Phase fast umhaue und dann irgendwie durchlacke. Ich geh mich vielleicht nochmal ein? Ich bin mir Heiltränke gespannt. Wo schon? Ganz gut.
Obwohl, das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, aber ich kann die Waffen nicht aufwerten. Ich brauche fürs Waffen aufwerten Materialien, die ich nicht kaufen und nicht finden. Kann ich nicht. Ich kann nichts machen. Alles, was ich versuche und alles, was ich tue, funktioniert nicht. Ich sterbe einfach an einen Geschosshagel, ohne dass ich überhaupt nur... Ich konnte nicht mal wegrollen gerade. Ich hab's gedrückt. Das ist nichts passiert. Ich bin einfach gestorben. Ich konnte nichts machen. Ich bin einfach gestorben, ohne dass ich irgendwas tun konnte. Ich hatte volle Ausdauer. Und ich bin einfach umgekippt, ohne dass ich irgendwas hätte machen können. So einen schweren Schaden. Es gab nichts, was ich gerade hätte tun können, um mein Ableben zu verhindern. Lebst hier nur irgendwas, das sich meine Resistenz gegen Magie erhöht. Gift hingegen wirken aus. Tja. Kein Gewicht zur Abwehr. Bringt mir auch nichts. Es gibt nichts, was anscheinend mein Leben verlängern kann. Hier nicht mehr Schaden davon. Also, du wirst nie so weit kommen. Ach naja, bis jetzt ging's ja eigentlich. Das ist jetzt der erste Boss, wo ich überhaupt nichts sehe. Wo ich, das ist wieder so ein Friedemoment. Ach siehst du, ich wollte noch was tun. Carrots Bürgerin zu Runenschmieden, da liest dieses Symbol eine Umschrift mit einem Auge, wie es von den übrig gebliebenen Großartigen gesprochen wurde, ermöglicht mehr Entdeckungen. Augenblicklich ist die Wahrheit, über die Meister Willem sucht. Und durch von den Grenzen der menschlichen Geistes sucht der Meister Willem bei den Geister höheren Ebene Führung. Und hier ist sein Verstand in die Augen, um seine Gedanken auf eine höhere Ebene zu bringen. Okay. Das bringt mich jetzt auch nicht so direkt weiter. Waffe zerbrochen? Oh nee, scheiße. Stimmt, das muss ja auch mal passieren, ne? Deswegen ist... Guck mal, 2 Stück wieder. Was, keine Karte? Naja, du kannst dich hier teleportieren. Was ist das jetzt? Achso, das ist die Adlerie. Die Adlerie ist ja nicht so schlimm, solange man in Bewegung ist. Oh Mann, ey. Ach Mann. Wenn er das Zeug nach oben macht, dann kommt das nicht wieder runter, okay. Ja, wo kommt denn diese scheiß Schwimmung her?
was ich ändern soll. Ich habe jetzt... Das, was ich gerade gemacht habe, das sah meiner Meinung nach richtig gut aus. Ich hatte eine gute Chance, ich habe die einzelnen Phasen schön ruhig runtergespielt. Weißt du, ich hatte halt... Hab's halt langsam angehangt. Hab halt die erste Phase gemacht, die zweite Phase, hab da ruhig, hab da sogar nochmal gestaggert gekriegt, während dass ich wegteleportieren wollte, konnte nochmal eigentlich gern Schaden drücken und dachte jetzt, ich stehe jetzt wirklich gut dabei. Dass ich wirklich gute Chancen habe, diesmal. Weil ich halt nicht mehr so viel Spinnen sind, weil ich halt immer vorsichtig beim Ranrennen mal eine Spinne nochmal mitgenommen habe und auf dem Rückweg nochmal eine Spinne und halt immer vorsichtig. Es ist eine Spinne nach der anderen, nie das zu viel Gegner werden lassen, immer ein bisschen den Rücken frei halten, immer schön gegenhalten, auf 100% bleiben. Oh. Und was dann? Dann sterbe ich einfach an so einem komischen Artillerieschlag, gegen den ich nie hätte was tun können. Da fragst du dich doch, was willst du da noch anders machen? Was an meiner Taktik kann ich noch ändern? Schnell geht nicht, langsam geht nicht, vorsichtig geht nicht, nichts geht. Egal, was ich versuche, wie ich es versuche und wann ich es versuche. Es klappt nie. Wo habe ich mich jetzt hingesetzt? Also ich weiß übrigens nicht, warum ich mich gerade hingesetzt habe, ich meinte, ich habe ja nicht gerade nur gelootet. Hä? Möchten wir das Spiel vielleicht mal zur Ruhe besinnen? Obwohl, das Spiel kann das Mikrofon eigentlich gar nicht wissen. Haben die Controller, glaube ich, keinen Mac. Also, egal. Hör auf. Keine Ahnung, wie ich das hinsetzen gerade geschafft habe. Ne, ja, ich weiß das nicht mehr. Pfeifen die? Doch, die pfeifen! Die rufen ihre Kumpels, die Schweine. Gut, das hat jetzt eher so semi geklappt, aber... Das war zumindest die Absicht. Kapitaler Ehre. Dass die Viecher, dass die andere Viecher rufen. Wie gesagt, das Schlimmste sind halt nicht mal die kleinen Viecher, die mich halt von hinten wegkillen, wo es natürlich auch irgendwie ein kleineres, ärgerliches Problem ist. Sondern die Viecher, die mich halt, diese Magie, die mich halt irgendwie von nicht aus dem Nichts wegholt. Vor allen Dingen, dass so viel ist, dass ich nicht mehr ausweichen kann. Egal, was ich versuche. Also, in dem Moment, in dem ich die ersten Stege kriege, nehmen die mir schon so viel ab. Dass ich quasi schon tot bin. Also, die Robben leider nicht so viel sehen, die Typen, ne? Bin ich jetzt ja nicht gerade. Ist der Shortcut hier Shortcut von vorhin? Da runter zu springen scheint wie definitiv eine schlechte Idee zu sein, ey. Bist du nicht irgendwo so ein Rad sein, wo man so ein Hebel durchziehen kann? Bin ich hier? War ich hier schon vorher? Bin jetzt, also ich renne jetzt hier gerade mehr wie ein. Ach, nicht, ist ein Hebel. Ich renne hier jetzt gerade mehr oder weniger random durch den Wald, weil ich eigentlich nur ein paar Seelen farmen wollte, für meinen Tunitrust zu reparieren. Um für den nächsten Run. Jetzt müssen wir jetzt noch zum Leuchtfeuer finden. Bin ich jetzt?
Ach, das bin ich da oben in diesem komischen Turm, ne? Genau. Ich mittlerweile gegen den komischen Wolf eine Chance hätte. Das ist ein echter Nachteil für die Typen hier, wenn man ohne ausgefahrene Schlangen rumrennt. Von so einer Trivialitäten lasse ich mich nicht aufhalten. Es ist ja trotzdem. Die Kanone bräuchte ich. Kann ich die bitte mitnehmen? Das ist leider nicht so das Reichweitenwunder zu jedem Maßen. Gehen trotzdem ein bisschen die Ideen aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also rumschreien habe ich schon versucht, das funktioniert offensichtlich nicht. Mich übermäßig aufzuregen bringt offensichtlich auch nichts. Und ich muss jetzt gestehen, dass Ernest bis jetzt auch noch nicht viele Ideen nach vorne gebracht hat, die mich nach vorne bringen würden. Naja, reparieren wir erstmal die Waffe. Okay, kann ich die sogar verstärken noch? Ne, bräuchte ich Zwingungsbestand für, die kann ich nicht kaufen. Oder warte mal, ich kann die bitte. Was kostet das? 1000! Kann ich zufällig Zwillingsblutsteine kaufen hier bei euch hier? Warte mal, ups. Das war der falsche. Ich bin durchs falsche Fenster rausgegangen. Der Albtraum des Jägers ist jetzt, halt, glaube ich, das DC. Na gut, sei es doch.